Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Woche Dragon Age. So, wir sind gerade wieder im Nichts, um den kleinen Connor zu befreien. In der letzten Folge haben wir schon mal gegen einen Dämonen gekämpft. Oder eine Dämonin. So eine geile alte Sau. So, was haben wir hier? Du machst Vater so krank! Was? Ich helfe ihm und du hinderst mich nicht daran. Na, ich mach gar nichts. Hallo, Connor. Warum tust du mir immer weh? Warum willst du mich aufhalten? Bist du wirklich Connor oder nur ein weiterer Dämon? Hinfort, Dämon, und haltet mich nicht länger auf. Was ist eure Aufgabe hier? Ist Connor wirklich unter euch? Und wenn ich Connor wäre, was würdest du ihm sagen? Das heißt dann wohl, dass du es nicht bist. Du wirst nicht finden, wonach du suchst. Kehre zurück! Man hört's doch schon an der Stimme. Du fürchtest offenbar doch, dass ich... ach, ja, hier. Eindringling! Ich vertreibe dich! Jo. Oh, jetzt haben wir sogar einen Gegner, ne? Alter, ich bin ja gleich tot. Heilige. So, erstmal ihn hier. Das war schon. Na gut. Tja. Geh weg von hier. Du musst weggehen. Nein. Ich halte dich auf. Ja, ja. Versuch's doch. Schaff's eh nicht. Geh nochmal. Ich dachte gerade, was ist denn hier los? So, nochmal ein Connor. Vater wandert ziellos herum und sucht mich. Gefangen in meinem Netz. Alles ist genau so, wie es sein sollte. Warum mischst du dich ein? Weil du dich in Dinge einmischst, Dämon, die dich nichts angehen. Weil ich Earl Eamon wach und bei Sinnen brauche. Sie braucht ihn auch. Ein Teil von ihm. Den guten Teil. Sie wird ihn nicht einfach freigeben. Nein. Du solltest jetzt gehen. Beharre nicht. Sonst wird ihr Schlimmes widerfahren. Ich habe so die Befürchtung, dass es eher anders sein wird, aber ich könnte mich auch irren. Sehr schön. Ne? Okay, da haben wir auch nochmal einen. Der kommt nicht mehr. Dankeschön. Ich werde es tun. Trifft sie trotzdem. Oh, schon tot. Okay. Gut. So, wieder zurück. Okay, ich glaube, das ist schlimmer als das Nichts im Magierturm. Da müssen wir wirklich hinher. So. Alles klar, die... Okay, packt einfach mal den Boden. Ja klar, kann man machen. So gut. Keine Illusionen mehr. Wir stehen uns Auge in Auge gegenüber. Ihr seht meine wahre Form und seid auf meinem Besitz. Habe ich schon die ganze Zeit gesehen. Auf dein Besitz, das glaube ich also nicht. Hier ist meine Macht am größten. Und dennoch will ich mich nicht mit euch messen. Ja, weil du verlieren würdest. Wenn ihr vernünftig seid, haltet ihr das genauso. Wir sollten stattdessen reden. Worüber sollte ich mit euch reden wollen? Was für ein Dämon seid ihr denn? Ich bin bereit zu reden. Es wird kein Gespräch geben. Was für ein Dämon seid ihr? Ich bin die Wollust. Ah. Was immer ihr Kreaturen der lebenden Welt wünscht, verschaffe ich euch. Lust, Macht und Gier sind mein Fachgebiet. Also ich hätte gerne 100 nackte Frauen. Etwas, das ihr wollt. Hallo! Reden wir darüber. Es kostet euch auch nichts, außer einen Moment eurer Zeit. Und da die Stadt, wovor uns der Irwin gewarnt hat, sie versucht uns einen Handel unterbreiten. Aber wir lassen uns natürlich nicht drauf ein, gell? Worüber sollte ich mit euch reden wollen? Die Seele des Jungen ist mein. Wir können darum kämpfen oder verhandeln wie zivilisierte Wesen. Wenn ihr klug seid, behaltet ihr womöglich sogar die Oberhand. Sollen wir... Es wäre schon interessant zu wissen, was sie uns anzubieten hat, wisst ihr? Also jetzt nicht, weil ich dann darauf eingehen würde,
Okay, außer es wäre richtig geil, aber... Ach komm. Gut. Ich ziehe vernünftige Verhandlungen vor. Soweit möglich. Ja, natürlich, ein Dämon. Ihr wollt, dass ich die Seele des Jungen freigebe, richtig? Das ist korrekt. Ich brauche nur den Vater. Der Junge ist mir einerlei. Ja, so ist es. Ihr könntet mich überreden, freiwillig zu gehen. Ohne Ärger. Ohne Blutvergießen. Aber? Ihr müsst mir etwas anbieten, damit ich euch vom Haken lasse. Und warum solltet ihr so etwas tun? Ihr würdet also darüber nachdenken. Dann mache ich euch einen Vorschlag. Ich lasse den Jungen frei. Für den Moment. Aber der Vertrag bleibt bestehen. Und in vielen Jahren kehre ich zurück und fordere meinen Besitz ein. Zu dem Zeitpunkt ist das, was ihr erreichen wollt, längst erledigt. Und dafür gebe ich euch jetzt etwas Wertvolles, das ihr wirklich haben wollt. Was sagt ihr? Ich sage nein, da wir nicht mit Dämonen verhandeln. Da das alles nur Lug und Trug ist. Was genau würdet ihr mir denn geben? Erwartet ihr ernsthaft, dass ich darauf eingehe? Ihr geht also und kommt zurück, wenn niemand damit rechnet. Woher weiß ich, dass ihr euer Wort haltet? Wir profitieren beide davon. Das ist fair. Wollt ihr etwas anderes vorschlagen? Ja. Und zwar, wie wär's, wenn ihr geht und euch und ich euch nicht vernichte? Ich lasse nicht zu, dass ihr die Seele... Wir machen das doch. Ich gebe die Seele des Jungen nicht ohne Gegenleistung heraus. Keine Abmachung. Den Versuch könnt ihr ja mal kaum verübeln. Was habt ihr anzubieten? Ihr geht an die... Dann ist unser Gespräch beendet. Ach, wie traurig. Nun denn, wenn ihr den Kampf wünscht, sollt ihr ihn haben. Zeigt, ob eure Macht mit eurer Kühnheit mithalten kann, Kreatur. Ihr seid hier die Kreatur. So, dann komm mal her da, auf einen Zentimeter. Alles klar, die rastet richtig aus. Du wirst diesen Ort niemals verlassen. Du auch nicht. Also wohl eher du als ich. Also wohl eher du nicht als ich. So. Und jetzt macht der Bloody Alde. Alles klar, jetzt hat es sich auch mal aufgeteilt. Wird erledigt. Müssen wir jetzt da aussuchen, wo das richtige Vieh ist oder was? Au! Was ist nur das Richtige? So, jetzt komm aber hier. Komm, Mama, hinne jetzt. So, heilen. Zack, und heiß. Und tot. So, geschafft. Die Seele des Jungen ist frei. Ohne, dass jemand... dabei zu Schaden kam. Außer der Dämon, aber der zählt nicht. Komm, mach hin hier, Ladebildschirm. Los! Schneller! Ah, er ist frei! Ah. Entschuldigung. Warum sind die jetzt alle hier? Warum nicht im Schloss? Ach, die machen eine Totenbestattung. Alles klar, okay. Das macht Sinn. Ich dachte gerade, irgendwas Schlimmes wäre passiert. Wir hätten irgendwas verkackt. So. Jetzt ist die Frage, wo geht's als nächstes hin? Na? Es ist also vorüber. Ja. Connor ist wieder er selbst. Er scheint sich an nichts zu erinnern, was ein Segen ist. Wir werden ihn wohl nach dem Krieg zum Turm des Zirkels der Magie schicken müssen. Zur Ausbildung. Ein seltsamer Gedanke, sich den Jungen als Magier vorzustellen. Eamon hat viel zu betrauern und wieder aufzubauen, so er sich erholt. Aber zumindest kann er dankbar sein, dass Sohn und Gattin wohlauf sind. Yep. Ich schulde euch meinen tiefsten Dank. Ich hatte schon...
Kaum zu glauben, dass Connor wieder der Junge ist, der er vorher war. Und wem verdankt man das? Da ist doch die Sache mit Jarwin. Er hat Eamon vergiftet und damit alles andere losgetreten. Er lebt und ich muss entscheiden, was mit ihm geschieht. Wir halten ihn fest und Eamon soll über ihn richten. Erholt er sich nicht, ist Jarwins Schicksal besiegelt. Wie denkt ihr darüber? Er sollte hingerichtet werden, ich würde ihn freilassen. Ich glaube, das ist eure Entscheidung. Macht mit ihm, was ihr wollt. Warum wollt ihr meine Meinung hören? Ihr seid ein Magier und kennt seine Verfehlungen besser als jeder andere. Ich traue eurem Urteil. Wäre er nützlich für euch? Ich würde ihm nicht vertrauen, aber ich würde meinem Bruder niemals vorschreiben, was er zu tun hat. Ich glaube, das ist nicht eure Entscheidung. Macht mit ihm, was ihr wollt. Ich würde ihn... Gott, ey, das sind ja Auswahlmöglichkeiten. Hinrichten, na... Er ist zwar ein Blutmagier, aber ich meine, er hat immerhin den Vorschlag gemacht mit dem Lyrium und einen Magier ins Nichts zu schicken und ihn so zu befreien. Macht mit ihm, was ihr wollt. Nun gut, dann werde ich den Magier bis auf Weiteres wieder einsperren. Unsere Aufgabe ist noch nicht beendet. Der Dämon hat das Leben meines Bruders verschont. Nur liegt er jetzt im Koma und wir können ihn nicht weg. Die Urne. Die Urne der heiligen Asche wird ihn retten. Ich werde diese Urne suchen. Können wir uns nicht irgendwie anders heilen? Mit Magie vielleicht? Die Urne ist eine Legende und wird womöglich nie gefunden. Und ich soll vermutlich... Naja, ich werde die Urne suchen. Danke für eure Bereitschaft bei natürlich. Der Genesung. Natürlich. Machen wir gern. Geht zu Bruder Ginny Tivi, den Scholar in Denerim. Er versucht schon seit einigen Jahren, die Urne zu finden. Die zurückgekehrten Ritter sagen, sie hätten Ginny Tivi nicht gefunden, aber vielleicht führt euch ja der Erbauer zu ihm. Ich muss in die Halle und den Wiederaufbau veranlassen. Viel Glück. Der Erbauer sei mit euch. Danke gleichfalls. So, wir haben ein neues Ziel. Und zwar die Urne der heiligen Asche. Wir sind verletzt und aus diesem Grund würde ich sagen, nein, nicht, dass wir die Aufnahme beenden, sondern dass wir uns hier erstmal die ganzen Leichen angucken. Oh Gott. Nee, dass wir... Jetzt hier raus! Wie ihr meint. Dass wir zurück ins Lager mal gehen. Alter, ist das hier verwirrend. Und uns dann da heilen und vielleicht mal wieder ein paar Gespräche führen. Ich könnte mir gut vorstellen, dass wir da neu haben. Oh, ah, da kommen wir runter. Okay. Das ist nice! Na, na. Gott, wo geht's hier raus? Ah, hier. Klo. Raus da. Was denn? Ah, Win und ich sind aufgestiegen. Das können wir, glaube ich, gleich im Lager machen. Wenn wir da jetzt eh vorhaben, hinzugehen. Ab ins Lagerle. Da können wir auch diese Geschenke oder das Geschenk, was wir gefunden haben. So, Alistair, da wir nun zurück im Lager sind, würde ich gerne über die heutigen Geschehnisse reden. In Redcliffe. Ihr wart dabei und habt gesehen, was passiert ist. Ich möchte das jetzt nicht besprechen. Das Ergebnis war doch recht erfreulich, findet ihr nicht? Was habt ihr auf dem Herzen? Ich wollte euch nur danken. Ihr habt alles getan, um die Familie des Aals zu retten. Und das mit Erfolg. Obgleich ihr es euch leichter hättet machen können. Ja. Es gab so viel Tod und Zerstörung, dass es mich froh stimmt, dass wir wenigstens etwas retten konnten, wie unbedeutend es auch sein mag. Das war ich dem Aal schuldig. Wenn wir die Verderbnis aufhalten können, retten wir noch viel mehr. Ihr habt mich angehalten, um mir das zu sagen. Ich habe es nicht getan, um euch froh zu stimmen. Gern geschehen. Gut. Nachdem wir den sentimentalen Teil hinter uns haben, können wir nun zur rituellen Verstümmelung zurückkehren. Oh, Moment. Heute ist gar nicht Dienstag, oder? Ach, dieser Alistair, ey, dieser Alistair. So, wir gehen mal aufs Inventar. So. Wenig Plot, andere brauche ich, genau. So. Silberkette. Nee. Wo könnte denn das sein? Amulett
der Kirche? Nee. Ah, Amulett von Alistas Mutter. Bitteschön. Das ist das Amulett meiner Mutter. Das muss es sein. Aber warum ist es nicht zerbrochen? Wo habt ihr es gefunden? Ich war dabei, als ich es gefunden habe. Aber Alistar, schon okay. Ich habe es auf Schloss Redcliff gefunden, im Studierzimmer. Ich habe es irgendwo auf der Straße gefunden. Das Amulett eurer Mutter, seid ihr sicher? Die Dinger kosten ein Dutzend in einer Kupfermünze. Kosten im Dutzend eine Kupfermünze. Hier. Oh, das Studierzimmer des Arls? Dann muss er das Amulett gefunden haben, nachdem ich es gegen die Wand geschleudert hatte. Es repariert und aufbewahrt haben. Ich verstehe nicht, warum hat er das getan? Ich weiß nicht, aber es gehört euch. Vielleicht wollte er es euch zurückgeben. Vielleicht bedeutet ihr mehr, als ihr glaubt. Ein Dank wäre angebracht. Und das? Ihr könntet recht haben. Wir haben nie viel miteinander geredet und als ich dann fortging... Danke, wirklich. Ich dachte, ich hätte es wegen meiner Dummheit endgültig verloren. Ich muss mit ihm darüber reden, falls er wieder gesund wird. Sobald er wieder gesund ist. Ich wünschte, ich hätte es schon vor langer Zeit wiederbekommen. Euch ist eingefallen, dass ich es schon einmal erwähnt habe? Wow. Normalerweise hören die Leute nie zu, wenn ich etwas erzähle. Wir sind Freunde. Natürlich ist es mir eingefallen. Bitte, habt ihr was gesagt? Machen wir nicht mehr daraus, als es ist. Ach, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich fühle mich geehrt. Nochmals, danke. Kein Problem. Alistar stimmt zu. Plus 11. So, wie viel hat er denn jetzt? Er hat aktuell plus 37. Er ist uns zugetan. Stan ist neutral bei minus 32. Das ist sehr schön. Das gefällt mir nicht. Kleine Statuette, die eine Frau in Ruhe darstellt. Alles klar. Porträt mit Wasserflecken. Ich mache mal hier ganz kurz speichern. Denn ich will nicht unnötig verkacken. So, wir gehen mal zu ihr. Sonnengebleichten Zähnen und Knochen. Die könnte was. Wir probieren es mal. Wie unerwartet. Hab Dank. Okay, plus 5. Ja, das ist jetzt nicht sonderlich viel, aber immerhin. Ach, hier sind die. Die Gwail. Alles klar, was auch immer das ist. Die Rose von Orlais. Amulett der Kirche. Das ist einfach wundervoll. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Sagt nichts. Ich weiß auch schon, dass das hier für sie ist, aber ich glaube, das hat sie uns noch nicht erzählt. Wir gehen mal kurz zu ihr, schnacken kurz. Ja? Ich möchte mit euch reden. Nun, ich bin hier. Ja, das sehe ich, ne? Ihr wart einer, kennt ihr ein paar gute Geschichten? Natürlich. Und ich liebe Geschichten viel zu sehr, um sie für mich zu behalten. Jeder sollte doch etwas von ihnen haben. Erzählt mir etwas. Ach nee, Alter. Okay, komm. Die Kirche sagt, der Hochmut der Menschen habe die dunkle Brut hervorgebracht. Vor langer Zeit herrschten die Magier des Reiches von Tevinter über einen Großteil der uns bekannten Welt. In ihrem Hochmut hielten sie ihre Magie für unüberwindlich und stellten sich sogar über den Erbauer selbst. Also überfielen sie seine goldene Stadt, um selbst darin zu leben und ihren eigenen Schöpfer abzusetzen. Doch sie waren unrein und voller Sünde. Und mit dieser Sünde befleckten sie die goldene Stadt, die dadurch auf ewig verdorben wurde. Der Erbauer verfluchte sie und verbannte sie aus seinen Augen. Wo immer sie dann hinging, verbreiteten sie die Verderbtheit ihrer Sünden. Jedes Land, das sie berührten, wurde verderbt und brachte kein Leben mehr hervor. Stattdessen erhob sich die dunkle Brut, um uns zu quälen und uns an unseren Hochmut zu erinnern. Alles klar. Das kennen wir ja schon aus dem Intro, die Geschichte. Natürlich. Orlesianer erzählen gern Geschichten. Ich erzähle euch meine Lieblingsgeschichte über Aveline, die Ritterin von Orlais. Wir wissen ja schon, dass sie aus Orlais kommt. Stimmt. Das klingt interessant. Vor langer Zeit wurde einem Bauern eine Tochter geboren. Er hatte aber auf einen Sohn gehofft und wies seine Frau an, das Kind im Wald auszusetzen. Bevor die Kälte das Baby hinwegraffte, wurde es von einem Stamm Dalish-Elfen gefunden.
der sich des kleinen Schreihalses annahm und als einen der ihren aufzog. Aveline, so wurde sie genannt, wurde unter Anleitung der Elfen stark und schnell und gewitzt. Sie schwang das Schwert so gut wie jeder Mann, konnte einen Hirsch auf 100 Schritt mit dem Pfeil erlegen und war auf dem Pferderücken ebenso gewandt wie zu Fuß. Respekt. Fahrt bitte fort. Das habe ich geahnt. Na, habe ich wirklich. Viele Legenden bedienen sich bekannter Themen und genau darum gefallen sie uns auch so gut. Avelines Delisch-Lehrmeister erkannten, dass sie jeden Chevalier aus Orlais im Kampf mit Leichtigkeit schlagen konnte und wollten den grausamen Menschen das Kind zeigen, das sie zum Sterben ausgesetzt hatten. Sie gaben ihr ein gutes Pferd und eine Rüstung und schickten sie zum großen Tournai, um sich zu beweisen. In jenen Tagen durfte keine Frau Waffen tragen und schon gar nicht beim großen Tournai antreten. Aveline behielt ihren Helm auf und wurde nicht entdeckt. Na ja, klar. Hat sie das Turnier gewonnen? Aveline gewann zahlreiche Kämpfe und wurde zum Liebling der Zuschauer. Schließlich musste sie im Finale gegen den Ritter Kaleva antreten. Aveline hatte ihn bereits beim Lanzenstechen besiegt und Kaleva wollte keinesfalls ein zweites Mal verlieren. Aus Verzweiflung und um seine Ehre zu retten, stellte Kaleva Aveline ein Bein und stieß sie zu Boden, wobei sie ihren Helm verlor. Oh. In der Arena herrschte betretenes Schweigen. Kaleva erklärte die vorangegangenen Kämpfe für ungültig. Eine Frau hatte teilgenommen und das war nicht erlaubt. Aber die Zuschauer bejubelten Aveline. Kaleva wurde fuchsteufelswild, hatte er doch gegen eine Frau verloren und musste nun die Schande ertragen. Blind vor Zorn zwang er Aveline auf die Knie. Auf deinen Platz, Weib, schrie er und schlitzte ihr die Kehle auf. Alter. Ich hatte auf ein gutes Ende gehofft. Der Sohn des Königs, Prinz Freian, war ebenfalls anwesend. Er erkannte Avelines Können und ihren Mut und befand, dass die Frauen in seinem Land ungerecht behandelt wurden. Als er König wurde, änderte er die Gesetze von Orlais. Auch Frauen konnten nun Chevalier werden. Um Aveline zu ehren, erhob er sie posthum in den Ritterstand. Oh. Und bis heute verehrt jede Frau, die zur Ritterin erhoben wird, Aveline die Tapfere. Denn sie ist die Schutzpatronin aller weiblichen Chevaliers. Oh, das ist ja schön. Eine hat mir meine Mutter mal vor langer Zeit erzählt. Ich fand sie sehr gruselig. Habt ihr schon einmal von Flemmis gehört? Ja, die haben wir sogar getroffen. Flemmis, Morrigans Mutter. Seid ihr sicher? War es die Flemmis aus der Legende? Flemmis, die Menschenfresserin? Flemmis, die Mutter aller Hexen? Flemmis, die von Dämonen berührte, die im Nebel haust? Die hat ja viele Namen, ey. Warum ist das so wichtig? So hat sie sich nicht vorgestellt. Sie sah aus wie eine ganz normale alte Frau. Nun, wenn Flemmis wirklich noch lebt, müsste sie auch sehr, sehr alt sein. Die Mütter Fereldens machen ihren Töchtern mit Geschichten über Flemmis Angst. Wer ungezogen ist, so heißt es, wird von Flemmis geholt und muss für immer bei ihr bleiben. Angeblich trauert Flemmis auch ihrer verlorenen Schönheit nach und stiehlt sie anderen durch den Spiegel. Diese Geschichten. Flemmis war immer schön. Flemmis Schönheit war im ganzen Land bekannt. Wenn Morrigan das hören würde, ey, die wird uns in den Arsch treten. Wie im Lichte einer mondlosen Nacht. Haut so blass wie der erste Winterschnee. Und Augen so klar und grenzenlos wie das Meer. Als sie im heiratsfähigen Alter war, fiel sie Konoba auf, dem Herrn von High Ever. Und er nahm sie zur Frau. Konoba erkannte bald, dass seine junge Braut magiebegabt war. Er hielt es geheim, aus Angst, man würde sie ihm wegnehmen. Flemmis blieb einige Jahre bei Konoba und mit seiner Zustimmung betrieb sie ihre Kunst. Eines Tages kam ein junger Dichter namens Osen in die Burg. Flemmis war von seiner Stimme hingerissen und sie verliebten sich ineinander. Und sie ist bestimmt fremdgegangen. Oh, jetzt wird's spannend. Flemmis wollte bei ihrer wahren Liebe sein und sie floh mit Osen aus Konobas Ländereien und suchte Zuflucht bei den Stämmen der Chasend in der Korkari-Wildnis. Korkari. Dort lebten sie einige Jahre glücklich miteinander, bis Flemmis erfuhr, dass Konoba im Sterben lag und sie ihn noch ein letztes Mal sehen wollte. Bestimmt eine Lüge. Flemmis Herz war voller Mitgefühl für ihren früheren Gemahl und sie bat Osen, mit ihr zu Konoba zurückzukehren.
Aber als Flemmis und Osenhai Eva betraten, wurden sie von Konobas Leuten gefangen genommen. Sie töteten Osen vor Flemmis Augen. So klar. Flemmis wurde im höchsten Turm der Burg eingesperrt, um dort auf Konobas Urteil zu warten. Verbittert über den Verlust ihres Geliebten, plante Flemmis Rache an ihrem Gatten zu üben. Sie beschwor einen Dämon aus dem Nichts, der sich gegen Konoba wenden sollte, aber ihr Zauber schlug fehl. Oh. Der Dämon nahm von Flemmis Besitz und machte eine Abscheulichkeit aus ihr. Die Hallen der Burg waren voller Blut, als Flemmis Konoba und all seine Männer dahinraffte. Der letzte Rest von Flemmis Menschlichkeit schwand. Und im Morgengrauen ging sie zurück in die Wildnis, um 100 Jahre lang ihre weiteren Pläne zu schmieden. Die hat Zeit. Es heißt, sie hätte sich viele Männer der Chasen genommen und mit ihnen Hexentöchter gezeugt, die noch heute die Schatten der Korkari-Wildnis durchstreifen. Alles klar. Welche? Es fällt euch sicher wieder ein. Jojojo. Gut, Freunde, wir haben heute mal ein wenig Überlänge. Deswegen verabschiede ich mich jetzt aus der Folge. Würde sagen, wir sehen uns morgen am Dienstag. Haut rein. Power!